Damen und Herren, heute rücken Sie den Maibaum wieder in den Blickpunkt und Sie beteiligen sich an der Aktion Maibäume für Toleranz. Rechts- oder Ausländerfeindlichkeit ist leider Gottes überall und man ist immer so versucht, alle über einen Kamm zu scheren und es ist immer sehr schwierig, das zu differenzieren. Ich finde es wichtig, dass man Farbe bekennt. Und da fällt uns auf, wie unterschiedlich wir Menschen alle sind. Wir leben mit Behinderung oder ohne. Wir sind im christlichen Glauben geboren, in einem ganz anderen oder in gar keinem. Doch als Gemeinschaft, so wenn man sie anschaut, sind wir bunt, haben unterschiedliche Lebenserfahrungen, Lebenswege und Lebenskrisen hinter uns. Das macht jeden von uns besonders. Aber es stellt niemand außerhalb der Gemeinschaft, sondern immer in sie hinein. Wir werden wertvoll als Gemeinschaft dadurch, dass wir unsere Besonderheiten miteinander teilen. Und an dieser Vielfalt wollen wir uns auch in Zukunft freuen. Ja. Gerade jetzt in unserer Zeit gegen rechts muss man auch sich als verschiedene Gruppierungen, Vereine und so muss man sich engagieren. Nur gemeinsam sind wir gut aufgestellt. Deshalb stellen wir uns gegen alle Botschaften, die ausgrenzen, gegen Gedanken, die Menschen gegeneinander ausspielen, und Missgunst und Hass sehen. Mein Bestreben ist, dass man weiterhin vernünftig und miteinander respektvoll umgehen, dass man eine friedvolle Heimat weiterhin gewährleisten. Und da gehören halt alle dazu, die hierher kommen, bei uns sind und bleiben. Und deswegen muss immer für jeden Politiker die höchste Intention natürlich auch sein, dass man weiterhin in Frieden und in gewohnter Weise hier so weiter leben dürfen und können.